So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon X in der Wonderlock Challenge. Im letzten Part haben wir Amaro, den Arenaleiter von Tembera City, besiegt und haben den ein oder anderen Verlust hingenommen. Unter anderem ist Flamly bzw. Jungglut gestorben und Schwalbos ist gestorben. Aber wir haben natürlich uns um Ersatz gekümmert und ich habe es ans Team angeglichen. Nämlich im Team ist nun Kampflamm, beziehungsweise es hat sich zu Pampiro im Training entwickelt. Und es hat die Attacken Kratzer, Kratzfurie, Flammenrad und Fußtritt. Außerdem im Team haben wir neu Schadrago mit Knirscher, Schlitzer, Drachenklaue und Eisenschweif. Ein ziemlich cooles Pokémon, ein ziemlich cooler Drache. Ich finde auch sehr ungewöhnlich tatsächlich, kein so standardmäßiges Pokémon. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt raus aus Tempera City, denn hier haben wir alles erledigt. Und erhalten erstmal eine Holo-Nachricht. Habe von Professor Platan gehört, dass du die Mega-Entwicklung gemeistert hast. Meine Glückwünsche zu dieser tollen Leistung. Damit hast du den Grundstein für eine noch glanzvollere Karriere hingelegt. Der Schmutz von gestern lässt sich nicht mit dem Schmutz von morgen überdecken. Wenn du nach einer neuen reinen Welt der Schönheit strebst, gibt es nur einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Nimm diese Worte als Denkanstoß mit auf deinem Weg. Okay, Kumpel, wenn du das so sagst, dann glauben wir dir das alles aufs Wort. Vergesst nie, Kinder, der Schmutz von heute lässt sich nicht mit dem Schmutz von morgen überdecken. Was auch immer das für eine Weisheit ist. Aber schön. Einige Pokémon können im Kampf dank ihrer Fähigkeit einen Formwandel vollziehen. Hallo. Ich wollte ja eigentlich nach Illumina City, aber aufgrund eines Stromausfalls ist das Tor gesperrt. Komisch, dabei befindet sich das Kalis-Kraftwerk doch gleich hier in der Nähe auf Route 13. Du kannst es doch eigentlich gar nicht so lange. Da kann es doch eigentlich gar nicht so lange dauern, bis der Strom wieder fließt, oder? Ja, vielleicht schon, ne? Da bist du endlich. Hahaha, tut mir leid, wir wollten dich nicht in Verlegenheit bringen. Wir haben gar nicht wirklich auf dich gewartet. Wir waren im Auftrag von Professor Platan unterwegs zum Kraftwerk. Aber das Tor zwischen Illumina City und Route 13 ist aufgrund eines unerklärlichen Stromausfalls geschlossen. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Also gut, du hast bereits den Zentral- und den Küstenbereich der Kalis-Region bereist. Was fehlt also noch auf der Liste? Ganz richtig, der Gebirgsbereich. Warte, ich erweitere deinen Pokédex gleich mal um den fehlenden Bereich. Okidoki. Im Pokédex vom Flo wurde der Kalos-Gebirgs-Pokédex hinzugefügt. Der Kalos-Gebirgs-Pokédex sollte nun auch in deinem Pokédex-Menü erscheinen. Berühre die zugehörige Schaltfläche und schau gleich mal hinein. Dieser entschlossene Blick, du siehst mit einem also erwachsen aus. Aber egal, wir müssen weiter. Bon voyage. Aha. Auf einmal siehst du erwachsen aus. Willkommen, durch dieses Tor gelangst du auf Route 13. Dankeschön. Hier, nimm das für dich. Giftschleim, das ist aber giftig. Dieser Giftschleim gibt zwar am besten ein Gift-Pokémon zum Tragen. Oder du jubelst ihn mit Hilfe von Trickbetrug einem anderen Pokémon unter. Habe ich ein Gift-Pokémon? Nee, ne? Hat doch gerade gar kein Gift-Pokémon im Petto. Also doch eigentlich schon, aber das braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen mit der Sanftglocke. Muss ich mal ganz ehrlich so gestehen, das braucht noch ein bisschen mit der Sanftglocke. So, Route 13, Illumina Steppe. Hier haben wir wieder einen Encounter natürlich zur Verfügung, wo auch immer der sein mag. Wird sich schon ergeben. Ich glaube, diese Wühllöcher hier, das sind doch. Die sind doch Pokémon, ne? Das sind doch Pokémon. Und damit ist Knacklin unser Encounter für diese Route. Mir fällt gerade was sehr Ungünstiges ein bei Knacklion. Knacklion hat, glaube ich, Wegsperre. Na gut, aber das ist alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Lehmschelle ist okay. Das tat jetzt nicht so sehr weh. Das tat jetzt nicht so sehr weh und wir werden jetzt einfach Bälle werfen. Aber wir haben gar nicht mehr so viele Bälle. Ich hätte vielleicht mal Bälle holen sollen. Na egal. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen, sagt er. Und es wurde. Es ging nicht schief. Haha, ich habe euch angelogen. So einfach ist das. So einfach ist das. Gut, wunderbar, wunderbar. Knacklion erhält einen Pokédex-Eintrag. Ich bin zufrieden, es lebt in trockenen Wüstengebieten, wo es eine Trichterfalle baut und seelenruhig darauf wartet, dass Beute hinabrutscht. Okay. Mein Spitzname und es wird natürlich sofort getauscht. Wir sehen uns. Ich bringe mich nur mal kurz in Sicherheit, aber dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, bis gleich. Ein Tauschpartner aus Mexiko. Mal sehen. Mal sehen, was der Sergio für uns hat. Ich hoffe, was Gutes, Sergio Leone. Bitte habt was Feines, was Tolles.
was wir verwenden dürfen. Das war nicht Schuppen. Okay. Okay, interessant. Jetzt nichts, was ich haben wollte, aber interessant. Ich nehme das einfach mal so hin. Ich schätze, wir dürfen es verwenden. Ich gucke gleich nach. Wir sehen uns gleich. Ich sage euch, ob wir es verwenden dürfen. Jupp, wir dürfen es verwenden. Hat interessante Attacken mit Antikraft und Schlitzer, aber mal sehen. Mal sehen, ob es irgendwann zum Einsatz kommt. Aber bis dahin erstmal nehmen wir Vorlieb mit unserem jetzigen Team, würde ich sagen. Genau, so ist es. So ist es. Ja, aber die ganze Zeit... Ach, Lisa. Nakleons und Dickdas umherwandern. Gefällt mir das gar nicht, ne? Gefällt mir gar nicht. Das ist halt scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße. Dicktri vor allen Dingen. Scheiße. Was macht man? Das Ding ist, ich brauche nicht zu heilen, weil es sich dann seitdem in Schrumpf rein. Scheiße, ey. Fucking Dicktries. Leck mich am Arsch. Ding ist, ich weiß nicht, ob ein Fußtritt reichen würde und ob wir überhaupt schneller sind. Aber ich zögere den Tod eigentlich gerade nur heraus. Oh mein Gott. Das reicht nicht und jetzt ein Krab erledige ich mich jetzt, ne? Ich lebe noch. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich das überleben sollte, werde ich sofort zu Meryl wechseln. Kurz Prozess mit den Viechern hier. Sowohl Knacklian als auch Dicktri sind mir zu gefährlich. Sind halt nicht schneller. Jetzt sowieso schon nicht mehr. Oh, warum muss jetzt gerade so ein wilder Pokémon-Kampf ist gerade viel zu spannend. Darf gerade nicht sein. Doch am Arsch, ey. Macht halt auch einfach zu viel. Eigentlich kann ich nur darauf hoffen, dass der jetzt reinschaut. Wie stark ist sein gerade nochmal gewesen? Hittet mich Sandkrab jetzt nochmal? Nicht mehr, oder? Wenn der Kampf vorbei ist, dann nicht mehr. Oh. Oh, oh, oh. Ich dachte schon, es wäre jetzt vorbei mit Pampiro. So, sofort wechseln hier. Sofort wechseln auf Azumarill. Holy shit, Alter. Was war das? Ich hatte Angst. Ich hatte sehr, sehr viel Angst. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Holy fuck, Alter. Scheiß Dicktries, ich glaube, es hackt. Es sind aber auch, Alter. Es ist aber auch furchtbar hier. Raumalat, gut. Raumalat juckt mich herzlich wenig. Raumalat juckt mich herzlich wenig. Och Mann, ey. Was sollte das denn gerade? Vielleicht liegt das ja an der Elektrizität des Kraftwerks, aber die Pokémon in dieser Gegend springen einen ja förmlich an. Ja, habe ich gemerkt. Hab ich gemerkt. Leider Gottes. Ich weiß gar nicht, wo es hier irgendwo lang geht. Aber irgendwo wird es schon lang gehen, ne? Irgendwo wird es schon lang gehen. Ist ja Gott. Ist ja gut. Aber halt wenigstens, dass wir gegen Knacklion und Dickri was vorne haben. Und jetzt kommt nur noch Kaumalat, oder was? Und jetzt kommt nur noch Kaumalat. Jetzt, wo ich die schlimme Scheiße überstanden habe, kommt nur noch Kaumalat. Unglaublich. Unglaublich. Meine Fresse. Das ist eine wirklich nervige Gegend, muss ich sagen. Also es ist wirklich keine schöne Gegend und sehr nervig.
Das ist einfach nur ein bisschen nervig, ne? Aber naja, was soll's. Was soll's, wie gesagt. Und jetzt halt Kanakliens, die wir besiegen müssen. Und ein paar Diktries vielleicht. Aber ist dann halt so. Selbst für Trainer, Elektro-Pokémon sind immun gegen Paralyse. Auch erst seit dieser Gen so, ne? Vorher war das, glaube ich, noch nicht. So, wir gehen mal jetzt einfach in Richtung Kraftwerk, weil ist mir alles zu blöd hier. Wenn ich weiß, wo das Kraftwerk ist, heißt es. Das ist so die andere Sache. Nimm, oh, Feuertafel. Für Pampiro ganz nett auf jeden Fall. Für Pampiro auf jeden Fall ganz nett, solange wir es noch haben. Solange wir es haben dürfen. Solange es nicht wieder von einem kleinen Wesen fertig gemacht wird. Glücksei, das können wir mal austauschen. Solange es nicht wieder von einem kleinen Diktriplant gemacht werden möchte. Klein, Diktri ist schon ein schweres Ding tatsächlich. Diese Tür zu öffnen ist ein besonderer Pass vonnöten. Aha. Den habe ich nicht. Den habe ich noch nicht. Dann probieren wir es mal oben lang. Und fühlt sich das eigentlich alles so schwerfällig an? Vielleicht soll ich einfach mal hier normal zu Fuß durchgehen. Auch hier brauche ich einen besonderen Pass. Das ist ja schön. Das ist aber doof. Wollte ich gerade nicht. Hier über die Grind Station. Besonderer Pass vonnöten. Überall ist ein besonderer Pass vonnöten. Ich glaube, es hackt. Wo bekomme ich den denn her? Diesen besonderen, tollen Pass. Wo kriege ich den denn her? Sagt mir das Mena? Wahrscheinlich nicht, wa? Wahrscheinlich sagt mir das wieder keiner. Also, bitte lasst mich in Ruhe, ihr Pokémon. Okay, nervigste Route überhaupt, Route 13. Die Lumina-Steppe. Ganz, ganz furchtbare Route, ich finde. Die nervt mich massiv gerade. Die nervt mich einfach massiv. Oh. Achso, nee, Geduld ist nicht Ausdauer. Verwechsel mal Geduld und Ausdauer. Aber Geduld ist die, nicht wo er durchhält, sondern wo er mich mit meiner Power zurück angreifen würde. Gott sei Dank haben wir was sehr Effektives gegen ihn. Das ist ja schon mal was. Nee, das ist ja schon mal was. So, wo geht's denn jetzt hier lang, bitte? Wo geht es denn jetzt hier lang? Wir grinden mal hier rüber. Warum nicht? Komme ich eigentlich da rüber? Kann ich hier irgendwie springen? Hm, Diktri, schön. Schönes Diktri. Diktri wird gleich nicht mehr schön sein. Diktri werde ich überschwemmen, demolieren. Es ist mir egal, was mit diesem Diktri geschieht. Ja, ihr seht schon, Diktri ist wahnsinnig schnell, selbst schneller als Azumarill. Azumarill ist jetzt nicht so schnell, aber ist schon ein sehr schnelles Pokémon. Wir haben übrigens Level Cap 37. Nur mal so als kleine Aufmerksamkeit. So, Regentanz brauchen wir nicht. Regentanzen müssen wir nicht heute. Frage ist, wie kommen wir an diesen... Alter. Wie nützt denn... Mir werde ja nicht mal ein Schütz was zu nützen, Wester. Das ist das Schlimme. Weil die ja trotzdem mich angreifen würden, wenn ich in die Dinger reinrede und hab da nicht gesehen. Aber naja. Müssen wir heute mitleben, ne? Müssen wir heute mitleben. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Lasst mich einfach nur hier raus. Wäre das im Bereich des Möglichen? Das Tor nach Illumina City ist geschlossen. Heißt es etwas, gab einen Stromausfall? Aber das Kraftwerk ist doch in Betrieb. Was geht hier bloß vor sich? Wo muss ich denn hin? Nehmen wir das Item hier erstmal. Warum nicht? Ich weiß ja sonst eh nicht wo lang. Sonnenstein brauchen wir nicht für unsere Pokémon derzeit. Ja, falls wir mal einen Sonnenkern oder sowas bekommen, haben wir es immerhin. Ne? Mal hier rein. Ja, Pech von Nöten. Muss ich denn hin? Wo möchte mich das Spiel denn hinlotsen? Hier hin? Ja. Ich bin ein Mitglied von Team Flair und werde jetzt schön gepflegt einen Sieg gegen dich erringen. Das schauen wir uns doch mal an. Das bezweifle ich erstmal noch stark, aber mal sehen. Hundemann, da haben wir ja genau das richtige Pokémon vorne. Schon heftig, Hundemann.
hier mit Hundemon kommen. Nicht mal nur Hunduster. Ja, Prügler tut relativ wenig weh, kitzelt ein bisschen, anstatt mich geprügelt zu fühlen. Aber hey, er hat's versucht. Er hat's versucht. Ein Versuch ist es auch geblieben. Rollbart. Boah. Boah. Können wir eigentlich auch mit dem Surfer drauf gehen? Warum müssen die eigentlich so nervige Pokémon haben? Mit Verwirrung, Paralyse und hast du nicht gesehen, ne? Das ist immer so ein bisschen nervig. Ein bisschen nervig ist das ja schon. Aber naja. Windschnitt. Schneide meinen Wind. Ist okay. Schneide in den Wind. Wenn es dich glücklich macht. Wenn es dich glücklich macht, dann ist das so. So, bitte. Einfach treffen und gut ist, ne? Nicht dich selbst. Nein. Danke. Immerhin. Wenn auf einen Verlass ist, dann auf Azumarill, ne? Wenn auf einen Verlass ist, dann, oder eine Verlass ist, dann auf Azumarill. Naja, gut. Schon wieder verloren. Du hast gepflegt den Boden mit mir aufgewischt. Schön. Immerhin. Und jetzt mache ich mich ganz gepflegt aus dem Staub. Solange es... Hä? Wo ist denn mein Kraftwerkpass? Das darf wohl nicht wahr sein. Habe ich einfach meinen Kraftwerkpass verloren? Ein bisschen gepflegte Detektivarbeit und ich habe den Pass sicher schnell wieder. Er muss mir runtergefallen sein, als ich den großen Felsen herumhantiert habe, der sich von meinem jetzigen Standpunkt aus 9 Schritte in Richtung Osten befindet. Hätte ich doch nur ein Itemradar, dann könnte ich jetzt gepflegt danach suchen. Was war das denn für eine... Ne? Ich setze den Itemradar mal ein. Ich glaube, der Kollege wollte mir damit was mitteilen. Na bitte. War dann 9 Schritte nach Osten, ne? Was denn die Scheiße? Ich hab hier überall rum. Okay, gefunden. Gefunden. Ein Schwachsinn. Gut. Ich heile mal ganz kurz. Einfach, weil wir schon ein bisschen gelitten haben. Ich habe auch gar nicht mehr so viel zum Heilen. Habe ich mal wieder großartig gemacht. Habe ich mal wieder großartig durchdacht und gemacht, ne? Wunderbar. Besser geht's fast nicht. Besser geht es fast nicht. Mal wieder nicht zum Heilen da. Oh, Itemradar, bitte. Erstaunen wieder. Ich möchte ja nicht weiter mit dem Itemradar belästigt werden. So, gehen wir hier durch, wa? Diese Tür zu öffnen? Ja, ich habe den Kraftwerkpass benutzt. Ja, wunderbar. Endlich geht es hier durch. Mit Carlos Kraftwerk, aber hier sind wenigstens keine wilden Pokémon. Immerhin keine garstigen Pokémon, die mich angreifen möchten. Das wollte ich genauso. Ich wollte mal Shadrago an die Spitze setzen. Einfach weil es kann. Einfach weil wir ihn haben und weil es kann. Wer bist du? Wer seid ihr? Wer in aller Welt bist du? Wer bist du? Sag mir endlich, wer du bist. Sag mir jetzt endlich deinen Namen. Unbefugte Personen haben hier nichts zu suchen. Okay. Mach mal ganz halblang hier. Kokex. Oh. Interessantes Pokémon. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dagegen gerüstet. Sind zwar auf einem Level, aber das macht er nicht. Das macht er erstmal nichts. Schöne Drachenklaue. Macht doch schon mal einen ganz guten Eindruck. Mürben tut jetzt nicht so sehr weh. Die Drachenklaue hingegen schon. Vielen Dank, Zurokex. Dass die uns beehrt haben. Die Bunkel. Boah, der sollte auch kein großes Thema sein. Wunderbar, Volltreffer und tschüss. Ist
da was, es ist mir eigentlich ein bisschen zu heiß und ich glaube, wer bist du? Ich glaube, ich gehe gleich mal offscreen ganz kurz zurück. Wir machen kurz Päuschen. Geh zurück. Wer in aller Welt bist du? Wir zapfen ja den Strom von die Lumia City an. Sturmfriede können uns gestohlen bleiben. Oder machen wir's? Ich überlege halt, ob ich zum Pokémon Center zurückgehe und Tränke hole, aber... Ist da was? Ein Flare-Rübe, die Deppen hier, die sollten nicht so viel ausrichten können. Für wen hältst du dich eigentlich, hier nur mit deinem Pokémon-Team reinzuplatzen? Nimmst du Team Flare aber nicht ernst? Mäßig ernst nehme ich euch. Und das sind alles Pokémon, die wir rein theoretisch mit Chadrago wegklappern könnten. Also von daher momentan erstmal noch keine Panik. Momentan erstmal noch nicht die große Panik. Erstmal noch die kleine Panik. Ne? Erstmal noch die kleine Panik walten lassen. Die große Panik kommt dann später. Ich mag Glibunkel. Glibunkel ist auch ein cooles Pokémon irgendwie. Hätte ich auch gerne mal in der Nuzlocke tatsächlich irgendwie. Wolbert kann mir schon gefährlicher werden, sollte aber eigentlich nicht, oder? Steinschauer wird relativ wenig an mir kratzen. Das sollte relativ wenig an mir kratzen. Ich kratze wahrscheinlich auch. Oh, geht schon. Dachte ich, kratze weniger am Wolbert. Wie funktioniert Akrobatik noch gleich? Wie funktioniert dieser Angriff? Der ist so wahnsinnig stark. Oh nein, ich habe gegen einen Kind verloren. Das war's dann wohl mit meinem Flair. Jetzt wo das passiert ist, sehen wir uns doch ganz klar gleich wieder an dieser Stelle. Ich gehe ins Pokémon Center und höre Items. So, hier bin ich wieder. Natürlich meinte auf dem Weg noch das ein oder andere Diktor und Knackli, um mich angreifen zu müssen, aber jetzt bin ich endlich wieder gut angekommen. Ich schaue auch mal durch diese Tür hier. Mal sehen, was hier ist. Ah ja. Du willst uns also helfen? Wie denn? Du bist doch bloß ein Kind. Bitte? Diese Gauner von Team Flare erstellen den Strom, den wir von hier nach Illumina City liefern. Kaum zu fassen, dass mit der weltraumgestützten Lichtenergiegewinnung gerade das hochmoderne Glanzstück unserer Technologie in die Hände dieser rätselhaften Gesellen geraten musste. Wie wäre es mit ein wenig Tafelwasser? Oh, er hat mir sogar. Ich habe ein bisschen Heilung gegeben, aber egal. Ich wollte mich hier verstecken, doch nun stecke ich fest, armer Kerl. Dies war mal der Deite Team Flare. Dabei verdanken wir diese Energie doch einzig der Hilfe der Pokémon und unserer hochmodernen Technologie. Eine Blitztafel, ja schön. Haben nur kein Pokémon, bei dem wir das anwenden könnten. Aber egal, ne? Aber egal. Gut, dann geht's jetzt scheinbar weiter hoch, würde ich sagen, durch die andere Tür dort oben. Mal sehen, wo es hier uns hin verschlägt. Ah ja. Hallöchen. Ein Eindringling. Na was, Freundchen, dich werde ich in die Schranken weisen. Ihr seid doch die Eindringlinge rein theoretisch. Also irgendwas passt da nicht in deinem Verständnis. Ihr seid eigentlich die Eindringlinge. Möchte ich nur mal so am Rande vermerken. Aber gut, Magneien kriegen wir klein, oder? Magneien sollten wir klein kriegen. Eine Drachenklaue reicht bestimmt nicht, aber zwei sollten reichen. Gut, dann im Wechsel halt. Komm, Hariyama vielleicht. Für wen willst du? Mensch, das war jetzt sehr, sehr witzig. War gut. Also, mir aus. Tschüss. Tschüss, sage ich dazu nur. Selbst schuld. Wenn du es so willst, kannst du gerne haben. Kannst du gerne haben. Wunderbar. Klarer Fall, wenn jemand in die Schranken gewiesen wurde, dann nicht. Und das nicht zu knapp. In der Tat. Das hast du gut erkannt, mein Kumpel. Das hast du sehr, sehr gut erkannt. So, dann weise ich dich eben in die Schranken, indem ich hier stehen bleibe. Ich will hier durch. Na gut, dann halt. Ich halt in die andere Seite. Mir egal. Mir relativ egal. Dieses Chaos. Willkommene Abwechslung. Wenn ich das hier high überstehe, wachse ich an der Erfahrung. Ja, ja, du wächst bestimmt noch über dich hinaus, mein Kumpel. Mit deinem Zuckerkeks ganz sicherlich. Mit deinem Zuckerkeks ganz sicher. Zuckerkeks kommt mir immer vor wie ein 6th-Gen-Pokémon, ist aber ein 5th-Gen-Pokémon schon. Weil hier so viele auch Zuckerkeks verwenden irgendwie. Aber gut, die verwenden auch Glibunkel und Co. Ist jetzt nicht ganz abwegig. Ist jetzt nicht ganz abwegig, ne? Die verwenden schon viele ältere Pokémon. So viele... So typische Gangster-Pokémon, also hier
böses Team-Pokémon gibt es hier auch gar nicht in dem Spiel, oder? Golbat schon wieder. Ich habe Angst vor Golbat. Ich werde erstmal heilen. Vorsichtshalber. Bevor die Akrobatik wiederkommt, ne? Bevor die Akrobatik wiederkommt, ich werde erstmal heilen. Windschnitt ist okay. Damit kann ich leben. Aber Akrobatik habe ich Angst vor. Wenn der Akrobatik macht, habe ich Angst. No. Er nervt. Er nervt einfach nur. Das war ja mal wieder klar. Bitte greife an. Dankeschön. Dankeschön. Sehr freundlich. Okay. One-Hit. One-Hit KO. Nehme ich gerne an. Nehme ich gerne an. Und Level 35 für Shadrago. Vergeltung. Wie funktioniert Vergeltung noch gleich? Ein paar Doppel sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Scham vom Ziel des Lass mal lieber lassen. Das wollen wir mal lassen. Du bist das Chaos in Person. Und ich nur ein armer Chaot. Mhm. Okay. Okay. Wenn du das so sagst, dann ich. Wenn du das so sagst, dass du ein armer Chaot bist und ich das Chaos in Person, bitte. Coole Sonnenbrille, gell? Na neidisch? Ich hab Pech gehabt. Bleib schön bei mir. Gell? Okay, Kumpel. Golbats können Akrobatik, aua, aua machen. Gefällt mir nicht. Drachenklaue, bitte. Bitte hau ihn einfach weg. Hau ihn einfach weg. Als gäbe es kein Morgen mehr. Golbat fällt wieder mehr aus, okay. Es gibt das ein oder andere Golbat, das scheinbar mehr aushält als andere Golbat. Komisch. Aber ISO. Bessere IV ist wahrscheinlich in der Verteidigung. Oder wie auch immer. Magnaien. Magnaien sollten ja eigentlich kaum gefährlich werden. Würde ich jetzt mal behaupten. Wenn, dann brüllt es mich weg oder so. Ja, wie gesagt, es brüllt mich weg und gut ist es, ne? Was willst du denn haben? Ja, Hariyama. Pyro, auch okay. Auch okay. Gibt beim Pyro wenigstens mal ein Level ab. Gefällt mir auch gut. Von mir aus. Immer her damit. Immer her damit. Level 33 für Vampiro. Ja, wunderbar. Und 36 für Shadrago. Hier wird schwarz vor Augen. Das muss an der Sonnenbrille liegen. Ja, ich glaube, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Wir packen auch mal Vampiro an die Spitze, weil warum nicht? Weil warum nicht? Im inneren Bereich geht das schon. Außen habe ich dann wieder Angst. Aber hier geht das schon. Hier wird das schon gehen. Und nächstes Team Flair-Mitglied. Flair, ein Sieg muss her. Wow. Dein Motivationsspruch, er begeistert mich vollends. Vollends, muss ich sagen. Wirklich. Das könnte ein langer Kampf werden. Lehnt euch zurück. Der Kampf könnte sich ein bisschen ziehen. Je nachdem. Toxin. Doch vergiftet er mich. Ich glaube, es hackt. Irgendwas Effektives gegen? Eigentlich nicht, ne? Halt nichts Effektives mehr gegen Gift-Pokémon. Leider Gottes. Ich werde gleich wechseln. Bin zu heiß. Ist mir ein bisschen zu heiß. Ich hab doch Rabbit, ich Vollidiot. Klar, ich hab doch was sehr effektives Mensch. Was laber ich denn hier? Ich habe doch Bodenattacken. Ich habe Bodenattacken, meine Freunde. Muss das sein? Gegenschuss, bitte. Bitte katapultiere ihn weg. Als ob deine Verteidigung nicht schon stark genug wäre. Mein lieber Schluck. Schluck weg, meine ich. Dieser Kampf zieht sich trotzdem. Wie ein Kaugummi. Wetten, ich werde jetzt gleich paralysiert, damit sich dieser Kampf noch weiter zieht. Wetten?
Oh, doch nicht. Mensch, ich habe falsch gedacht. Na gut. Hätte ich gewettet, hätte ich verloren. Hätte ich tatsächlich gewettet. Ich habe aber nicht tatsächlich gewettet, denn Kinderwetten sind beschissen. Gut, Vampiro, Level 34, auch schön. Flair, Flair, Flair. Das hat gar kein Flair, muss ich sagen. So mal für mich gesagt. Hat das gar nicht viel Flair. So, wir brauchen unbedingt ein bisschen Josefbeere einsetzen, Vampiro. Noch was gegen irgendwas hier von meinem Bärenparalyse her? Nee, ne? Nee. Schade. Dann ist das so. Dann habe ich... Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Einmal die Heilung spielen. Einmal alle heilen. Machen, glaube ich, noch ein bisschen weiter, oder? Machen wir noch weiter. Ich weiß halt nicht, wie viele jetzt noch kommen. Nur mindestens zwei. Gut, ich würde sagen, dann machen wir doch nie weiter, weil sonst wird der Part zu lang. Ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Schilzikowski, euer FlassTV. Bye bye!